Guten Tag und willkommen in Baku. Wenn Sie sich an 2017 zurückerinnern, fand hier eines der ereignisreichsten Rennen der modernen Formel-1-Geschichte statt. Mit Kontroversen und reichlich Theater rund um das Safety Car. Überholmanövern in letzter Sekunde und einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Zeit für den großen Preis von Aserbaidschan. Damit wieder Konnichiwa von mir. Ja, wir sind in Aserbaidschan unterwegs in der schnellsten Qualifying-Runde, die ich gefahren habe. Ich bin ja hochgegangen auf die 85%. Dieses Mal habe ich mich um einiges schwerer getan, um einiges. Deswegen seht ihr nur Q1. Aber das war meine schnellste Runde. Ich bin mit der Strecke nicht ganz warm geworden. Ist jetzt nicht ganz die Strecke, die ich gerne will. Das sind die Stackkurse einfach mit den 90-Grad-Kurven, wie die eine ist zum Beispiel oder die nächste. Die machen mich irgendwo fertig und natürlich auch langsam. Und da ist jede Kurve eine Überwindung und ein Kampf für mich. Ja klar, sowas gehört zum Rennkalender auch dazu, so ein Rennen. Aber naja, lieb sind sie mir nicht wirklich, muss ich einfach mal so zugestehen. Ist aber so an sich immer noch eine schönere Strecke als, Monaco. Monaco ist noch ein bisschen enger. Hier kann man zumindest an der ein oder anderen Stelle überholen. Sollte man jetzt auch nicht unbedingt. Aber, ja, es ist ein bisschen mehr Platz da. Mal gucken, wie es in Monaco dann wird. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Aserbaidschan. Die natürlich, ja, zum Schluss raus eine wahnsinnig krasse Start-Zielgerade hat, da wo man einfach mal an die Grenzen seines Motors kommen kann, auf die wir jetzt erstmal gelangen. Da zählt natürlich Dampf aus dem Motor raus und das ist natürlich, ja, nicht schlecht für uns, nicht ganz so schlecht, das könnte schlechter laufen. Ja, und für was die Zeit gereicht hat, verraten euch meine Kollegen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Bottas, Daniel Ricciardo und Verstappen. Ocon, Hülkenberg, Magnussen und Charles Leclerc. Sainz Junior, Alonso, Romain Grosjean und Gasly, Stroll, der Wissenschaftler, Sergio Perez, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten, und Marcus Ericsson, Hartley und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Wir hatten vor dem Wochenende wieder ein Einladungsevent und zwar eine sogenannte Verfolgung. Wir sind im Red Bull von 2010 unterwegs und unsere Aufgabe war es, innerhalb von 3 Runden 4 Autos zu überholen, die mit einem gewissen Vorsprung starten durften. Und ja, so haben wir versucht, alle einzuholen. Ja, Karl hat uns auch wieder frohe Botschaft übermittelt. Wir haben die Motorleistung mit der Kurbelwelle und die MGU verbessert, sodass wir wieder einen kleinen technologischen Fortschritt machen konnten. Leider hat uns Alfa Romeo sauber wieder überholt im Ganzen. Allgemein wurde viel geforscht, Ferrari hat auch McLaren wieder überholt und. Das ist natürlich schon sehr anregend. Ja, in den ganzen Trainings-Sessions lief es nicht ganz so gut, wie angesprochen schon bei der Qualifying-Runde. Ist nicht ganz meine Strecke und deswegen sind auch da hier und da ein paar Ressourcenpunkte liegen geblieben. Aber trotzdem wollte uns Claire mal interviewen. Da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten?
Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Danke für den Kommentar. Vor dem Rennwochenende sah es wie folgt im Klassement aus. Hamilton vor Vettel vor Bottas. Hat sich eigentlich nicht viel getan, nur die Punkte. Hamilton ungeschlagen immer noch mit 75 Punkten. Vettel mit den 51 Punkten. Und Bottas mit den 42. In der Konstruktionsmeisterschaft hat sich eigentlich nichts verändert, gefühlt. Die ersten drei sind gleich geblieben. Haas ist nach vorne gekommen, letztes Wochenende, ja, mehr Bewegung ist eigentlich nicht unbedingt drin. Die Strategie für dieses Rennen ist, wir machen wieder eine 2-Stopp, wir starten auf den Super-Soft-Reifen und versuchen dann mit den Soft-Reifen durchzufahren. Ob diese aufgeht, seht ihr jetzt. So, damit starten wir ins Rennen im großen Preis von Aserbaidschan. Oh, ich mag die Strecke irgendwie nicht. Aber naja, hilft ja nicht, gehört auch zum Rennkalender. Durchkommen ist das Ziel. Und wir sind auf der Stufe, also 85% Stufe unterwegs. Hab nochmal hochgedreht vor dem Rennen. Weil ich letztes Mal wieder so gut unterwegs war. Jetzt probieren wir einfach mal das Rennen zu überleben. Wird eh schwierig genug. Stadtkurse sind jetzt nicht unbedingt meins. Vom Aserbaidschan und Monaco sind nicht unbedingt meine Steckenpferde. Weil die doch alle beide sehr eng sind. Habe ich sehr hart die Wand mitgenommen. Aber der Panzer hält es mal wieder aus. Ah, bleiben wir auf Standard lieber mal. Weil viel Sprit haben wir nicht mitgenommen. Unser Teamkollege Stroll vor uns. Ich glaube, jetzt kommen wir mit der Schwierigkeitsgrad mal in die Richtung, wo ich sagen kann, ja, das ist gerechtfertigt. Trotzdem wäre es nice, wenn ich Stroll überholen könnte. Aber jetzt erstmal in den Rhythmus von dieser Strecke finden. Den ich das ganze Wochenende noch nicht gefunden habe. Aber vielleicht wird es ja im Rennen. Habe ja doch insgesamt 26 Runden Zeit. Da endlich mal eine Strecke draus zu machen. Und ich habe von der Bergaufpassage habe ich tierische Angst, dass ich da gerade in die Mauer reinrutsch. Die sollte man doch mit einem guten Affenzahn nehmen. Nicht wieder die Mauer. Wenn man über den Körper links hubbelt, rutscht man gern mal rechts in die Mauer. Na. Wieder die Mauer touchiert.
Noch ein bisschen Windschatten noch mal mitnehmen. Wenn wir noch mal vorbeikommen hier. Oh, gegen Hartley muss ich kämpfen. Neuen Motor habe ich reingebaut. Vor dem Qualifying. Hätte ich auch, glaube ich, den alten nochmal hernehmen können. Hätte keinen Unterschied gemacht. Na, komm, Junge. Konzentrieren, reinkommen ins Rennen. Nicht hier von vorne abhängen lassen. Und ich versuche auch keine Rückblenden zu nutzen. Ey, oh, Alter, was war denn das jetzt? Auf die Strecke komme ich gar nicht klar, aber absolut nicht. Aber naja, hilft ja nicht. Zumindest fahre ich. Oh, Alter. Immer titsche ich an die Mauer hier. Oh. Jetzt haben die natürlich hinter mir DAS. Ihm ein bisschen offen lassen in der Mitte. Oh, an unseren Teamkollegen kommen wir auch gerade nicht ran. Oh. Ich hoffe, dass ich ein bisschen reinkomme ins Rennen. Diesmal waren wir besser unterwegs, aber noch nicht verschreien, die ganze Sache. Sondern abliefern. Nein! Boah, Alter. Dass da die Räder dran geblieben sind. Jetzt hatte ich mich kurzzeitig ein bisschen rangekämpft. So schnell wird es wieder zerstört, meine Hoffnung. Ich nehme die Wand mal nicht mit. Ein Wunder. Oh, Gas geben, weg hier. Von Eriksen. Hartley und so. Ich habe mich gut breit machen können. Ist auf jeden Fall wichtig gewesen. Oh, jetzt kommt natürlich ein Eriksen ran. Ah, da sind schon ein paar an die Box gegangen. Aber mein Teamkollege immer noch vor mir. Die Linie wird schon ein bisschen besser. Aber immer noch nicht perfekt. Nein. Oh, komm. Ah, komm. Einmal die Rückblende. Ist in Ordnung, finde ich. Aber alles andere lasse ich jetzt erstmal. Das kann nicht wahr sein. Ja, Rückblende will ich nicht so oft hernehmen. Aber das war halt ein dummer Fehler.
die Auffahrt. Ich weiß nicht, was ich an dir besser machen kann, aber naja, muss ich durch. Ich halte halt alles hinter mir auf. Muss ich einfach mal sagen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,5 Sekunden. Oh, 8 mitnehmen. So, Eriksen hinter mir. Der wird jetzt gleich DRS bekommen und dann mit einem gewaltigen Vorsprung hier vorbeieilen. Glaube ich jetzt mal. Auf niedrig schalten. Boah, da kam mein Hinterteil. Habe ich da jemanden abgeschossen? Und zumindest ist es nicht mehr Eriksen hinter mir. Muss ich den wohl abgeräumt haben. Ich habe da, glaube ich, kurzzeitig einen roten Pfeil gesehen. War jetzt definitiv nicht meine Intention. Und jetzt haben wir Bottas hinter uns. Finde ich jetzt nicht schön. Mal einen Mercedes hinter uns haben. Aber hoch da. Bottas, macht keinen Unfug. Mach keinen Unfug, Junge. Alter. Alter, wer ist denn hier? Alter, was soll denn das? Ey, ohne Witz. An der Stelle? So, Hartley. Komm, an der Stelle will mich halt noch einer überholen. Warum, dass der Bottas vorbei will an der Stelle? Geht ja mal gar nicht. So, Vollgas. Oh, Hartley bleibt hinter uns, so wie es aussieht. Unser Teamkollege mittlerweile 7 Sekunden vor uns. Bin ich gespannt, ob ich da ansatzweise noch mal rankomme. Oder ich mir das komplett abschminken kann. Oh, jetzt ist Vettel hinter uns. Finde ich jetzt nicht unbedingt schön, dass der hinter uns ist. Der Curb macht mich fertig. Komm, da muss man drüber. Bitte nicht hier, Vettel. Überall, nur nicht hier. Komm, Vettel, jetzt kannst du vorbei, jetzt kannst du deine Motorpower ausspielen. Mir vollkommen egal. Der Abstand zu Peter beträgt 2,1 Sekunden. Oh. Komm, Vettel, zieh mich ein bisschen.
Ein bisschen DHS abgestaubt. Nehme ich gern mit. So. Kommt ziemlich Vettel. Ich hänge mich an. Und komm dir mal hinterher. So ein bisschen. Ah, der Körper ist auch böse. Oh, hier hoch. Bitte anständig. Oh. Hülkenberg ist hinter uns. Heizzimmer definitiv eher da, wo wir hingehören. Von der Platzierung her. Und man kennt schon, die KI ist um einiges stärker. Ich komme auch mit dem Rennen, mit der Strecke zurecht. Man glaubt es nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich damit zurechtkomme. Mit der Strecke. So, Bottas neue schnellste Rundenzeit. Haben wir wieder auch was Gutes zusammen. Glaub nicht, weil ich den DRS-Einsatz genau minimiert habe. Okay. Ja, vielleicht sind ein paar auf 2 Stop, die ich dann nochmal krieg. Wäre auf jeden Fall super. Zum Beispiel mein Teamkollege. Aber eher unwahrscheinlich. Da drehe ich mich. Da fährt mir einer der Draht ab. Da wollte ich wenden. Egal. Ich will jetzt das Rennen nicht vorzeitig irgendwie beenden. Deswegen lassen wir das Rad mal dran. Wäre ja auch doof, in Gottes Namen. Vielleicht, Alter, lerne ich da mal die Strecke. Es gibt's nicht. Also in der Ecke muss ich fast die Rückspulung nehmen, weil ich sonst nicht rauskomme. Weil ich mich so blöd hier reingedreht habe. Ja, rum hier. Ja, ich bin so froh, wenn die Strecke weg ist, erstmal aus dem Rennkalender. Also für heute oder für die Saison erstmal durch ist. Weil mit der. Alter, werde ich echt kein Freund. Ah, ich hab. Jo. Mein Frontflügel hat was abbekommen. Wo willst du überholen, bitte? Junge! Ohne Witz, das ist doch keine Stelle zum Überholen! Der weiß doch, wo die Ideallinie ist und auf einmal plöppt er da rein. Ohne Witz, das. So. Der sticht da rein. Ist doch echt keine Stelle, oder? Oder sehe ich das falsch? Vor allem, er fährt einfach irgendwie, ja, Richtung Ideallinie. Sieht zumindest so aus. Naja. Nee, nee, nee. Verstehe ich nicht, was da die KI sich denkt.
dass da rechts eine gute Idee ist. Ja, er hat exorbitant den Geschwindigkeitsüberschuss. Hallo, geht's noch? Noch ein paar? Also, irgendwann ist gut. Nee, da muss ich auch, ohne Witz. Das macht mich böse, weil die KI da reinsticht, wo echt keiner reingehört. So schnell konnte ich nicht mal reagieren. Muss ich einfach mal sagen, wenn ich da irgendwie nochmal ausweichen hätte können. ERS könnte ich auch schon wieder mehr. Eieiei, ich und die Strecke werden echt keine Freunde. Bin ja froh, dass nächste Woche wieder nächstes Rennen Spanien ist. Es ist eher so das, was ich, auf das, wie ich Bock habe. Es ist eine schöne Strecke. Die finde ich nicht schön. Keine Ahnung, die ist mir zu abgehackt, die Kurven. Eigentlich gefühlt alle 90 Grad Kurven. Ist halt auch Bullshit. Naja. Egal, ich versuche das Rennen halbwegs über den Jordan zu bringen. Ja, ich werde auch die Runde reingehen. Weil es mittlerweile ein Trauerspiel ist, was ich hier abliefer. Alles andere als der letzte Platz würde mich halt wundern. Für mich hat die Strecke auch keinen Flow, wo ich sage, ja, da kann man reinkommen. Und um ehrlich zu sein, ich finde auch Startkurse zu gefährlich für die Formel 1. Auch so was wie Monaco. Dingens geht noch, Singapur. Das geht eigentlich noch, relativ, naja, aber auch nicht wirklich. Hallo Wand. Ich werde jetzt in die Box gehen. Jo Jeff, ich komme. Und mal gucken, wie wir das Rennen noch irgendwie rumbringen. Das nächste Mal, wenn ich ausscheiden würde oder mir was zerfahren würde. Oh. Ist gut, dann lasse ich das so. Das ist halt eine kürzere Folge. Nase dauert ein bisschen länger. Ja, jetzt sind wir hinter Hartley und Eriksen. Oder hinter Hartley zumindest. So, jetzt versuchen wir irgendwie Hartley zu holen. Alter, hier müssen wir bis in den zweiten jetzt runter mit. Das ist ja lebensgefährlich. Oh.
jetzt an das neue Gummi gewöhnen. Ey, die Strecke, ohne Witz. Allein das hier hoch finde ich grausam. Aber ich beschwere mich irgendwie nur über die Strecke. Mag ich halt nicht. Der Kollege ist in der Boxengasse. So, und jetzt weg hier. Ich spiele auch nicht so viel mit dem ERS oder mit dem Sprit rum. Nicht mehr, weil, keine Ahnung, hat für mich keinen Sinn und Zweck, weil mich das einfach nur aus dem Rhythmus bringt. Gut, welcher Rhythmus? So, Ricardo ist hinter uns. Der wird sich nicht lange hinter uns halten. Er wird wohl wieder an der Stelle vorbeistechen, wo ich echt keinen Bock drauf habe. Ah, die Reifen haben erst warm werden müssen. Ich weiß nicht, wo ich da drüber scheppern kann, ohne dass mich da versetzt. Komm, Ricardo, geh weg. Auf Überholen mal setzen. Bringt mir zwar nicht viel. Oh, Ricardo immer noch hinter uns. Oh, Ricardo ein bisschen Platz machen, aber gegen den kämpfen wir ja eh nicht. Bisschen DRS abgestaubt. Jetzt ein bisschen nach vorne tragen. Wow, da schaltet er auf einmal zweimal. Perez ist hinter uns. Kann es ja auch der Fall sein, dass Ocon auf einer 2-Stop unterwegs ist und der so hinter uns gelangt. Oh! Einmal kurz unaufmerksam. Das ist so tödlich. So. Gase ist halt so ekelhaft. Da kann ich gleich aufgeben auch und... So, nochmal auf Überholen setzen. Bisschen mehr Sprit. Bisschen Watamai zu viel. So, passt schon.
Ich muss mich lieber ihn setzen, weil sonst hätte ich ihn angeschoben einfach nur. Oh, Eriksen hinter uns. Zumindest ist einer. Ich will auf der Strecke irgendwie auch kein Risiko eingehen, richtig? Und mich nerven auch schon die ganzen Rückblenden, ohne Witz, die ich hier und da verwendet habe. Man kann es aber auch nicht bleiben lassen. Wenn man es einmal einreißen lässt, dann nimmt man die immer wieder her. Aber augenscheinlich bringt es mir bei der Strecke sowieso auch nichts, außer dass ich einfach nur überlebe. Es ist halt einfach nicht meine Strecke. Ich hoffe, dass es zu Spanien wieder besser wird. Wenn es da auch nicht besser wird, muss ich die KI wieder ein Stück runtersetzen. Aber um ehrlich zu sein, ich gehöre momentan hierhin. Alfa Romeo hat uns ja auch wieder überholt. Deswegen eigentlich vollkommen zu Recht hier, wo wir sind. Und keine Chance auf irgendwas. Und so weit ist unser Teamkollege mehr auch nicht weg. Ich setze es eigentlich jetzt mittlerweile nur noch unter die Kategorie Übungsfahrt. Hauptsache, ich lerne ein bisschen was bei. Mehr ist es nicht mehr. Muss ich einfach mal sagen. So, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis mich Eriksen auch überholt. Oh, hallo? Wenn ich schon nicht jedes Mal die Mauer mitnehme, bin ich schon mal zufrieden. Dann ist ja doch ein gewisser Lernprozess auf der Strecke vorhanden. Wenn ich jetzt nicht ganz wegschreiben kann. Zu Bestzeiten wird es nicht reichen, das auf alle Fälle nicht. 19. ist eh Teamvorgabe. Ausgefallen ist keiner. Ich wäre ja eigentlich schon ausgefallen. Mehr als einmal. Aber naja. Hat Abstand zum Teamkollege 22 Sekunden. Status Teamkollege. Okay, er fährt ein bisschen schlechter als meine Bestzeit momentan. Ah, ich hätte einen runter müssen. Aber er hat halt ein konstantes Niveau bei der Strecke. Ich halt nicht. Für das, dass ich eine Runde besser fahre als ihn, mache ich 20 beschissen. Muss ich einfach mal sagen. Und das heißt ja nicht, dass das seine Bestzeit ist, was er gefahren ist. Aber
Aber 22 Sekunden vor mir ist natürlich eine Hausnummer. Und in der Box war er auch schon. Das definitiv. Das ist eigentlich eine Strecke, die eigentlich unserem Auto liegen sollte. Aber irgendwie habe ich da einen Knacks im Kopf, dass das irgendwie nicht funktioniert bei mir mit dieser Strecke. Ich hoffe halt, dass das jetzt die richtige Schwierigkeitsgrad ist, was wir da jetzt haben. Also mir in der vorherigen Kurve den zweiten anbietet, ist ja auch Blödsinn. Finde ich persönlich. Zumindest baue ich auf meinen Hintermann Eriksen aus. Aber ich glaube, ich habe ihm die Nase geschrotet. So ein bisschen. Sonst wäre er nicht auf einmal weg gewesen. Im Zweikampf. Naja, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser bei der Strecke. Den Abstand zu Perez würde ich gerne zufahren. Das wäre so das einzige Ziel, das ich mir jetzt setze. Auf Perez nochmal rankommen, die letzten 8 Runden. Das wäre echt schön. Also das ist das einzige, was ich gerne hätte. Sonst würde ich gar nichts verlangen. In der Qualifying-Zeit habe ich es auch geschafft, vor ihm zu kommen. Nein, ich schalte hier nicht in den zweiten. Bin ich hier den zweiten schon gefährlich? Kam mir das Heck ein bisschen. Gut, dass ich ihn da nochmal abfangen konnte. Der wird ja übelst langsam. Damit haben wir Perez. Okay. Mein persönliches Ziel geschafft. Nee, Perez ist draußen. Raikön ist aus dem Rennen. Okay, der nächste, oder wie? Okay, so kann es mich auch nach vorne spüren. Habe ich jetzt nichts gegen. Vielleicht kann ich auch die vor mir auch noch mal ein bisschen aufschließen. So, bin auch dann gespannt, wo wir die Entwicklung weiterhin treiben. Zweiten Motor habe ich ja eingebaut fürs Rennen. Und ja. Hat halt nicht ganz so viel gehalten, wie er halten hätten müssen. Dorne einfach mal 9 Sekunden vor uns.
Ja, momentan muss ich bei dem Rechtsknick enorm aufpassen, dass ich das Auto nicht wegschmeiß. Da kommt auf einmal das Heck gerne. So, vor allem, dass hier Perez ausgefallen ist in meiner Lieblingskurve. Muss man ja irgendwo sagen. Fahrer vor mir. Gut, da komme ich nicht ran. Aber von Eriksen komme ich weg. Außer wenn ich mich endlich mal konzentrieren würde, könnte ich vielleicht ranfahren. Oh. Gerade noch die Lenkung ein Stück aufgemacht. Wie soll ich das machen? Nicht so hoch drehen lassen, oder wie? Ich versuch's, Chef. Ups, eins zu niedrig geschalten. Nee, die KI fährt heute in einer anderen Liga. Es ist nicht meine Strecke, wird auch nicht meine Strecke werden. Schlicht und ergreifend. Hallo. Hab dich ja schon lange nicht mehr berührt gehabt. Also meine Motorkomponenten lassen schon langsam nach. Ich versuch's, Chef. Ja, ein paar Sachen sind halt übelst kaputt. Verbrennungsmotor hat schon wieder 8 Runden auf 8% auf dem Buckel. Am Van Dorne komme ich halt nicht ran. Absolut nicht. Ich habe immer wieder mal ein gutes Aufblitzen. Dass ich einen Sektor gut fahre. Aber dann ist auch relativ schnell vorbei. Sehr viel Scheiße gefahren. Deswegen kam er wieder ran. Der gute Eriksen. Oh, Attacke. Oh, diesmal nur 4 Gänge runterschalten. Weil wir nur in 7. waren. Haben wir mal ein bisschen Fett hier. Und eher erstmal auf hoch aufdrehen. Vielleicht bringen sie ja was. Wäre schön. Aber ich komme eh auf keinen mehr ran. Glaube ich nicht, Chef. Glaube ich erst, wenn ich sehe.
Gerade noch abgefangen, nicht mal so viel Zeit verloren. Auf meine Bestzeit. Vettel, die neueste, schnellste Runde. Da kann ich nicht mithalten, nicht mal ansatzweise. Ah, jetzt finde ich in den kleinen Rhythmus mal. Zum Ende des Rennens hin. Aber der Abstand zum Teamkollegen ist hübsch gleich geblieben. Also mit dem kann ich mithalten, wenn es ist. Nur irgendwie wollte es heute nicht. Ah, nehme ich die Körb wieder mit. Den auch. Wow, weil ich da noch vorbeigekommen bin, ein Wunder. Ich habe schon aufs Klonk gewartet. Weil ich da ein bisschen Anschlag. Aber gleich mal eine Sekunde langsamer. Status Teamkollege. Also um ehrlich zu sein, ich hätte den kaputten Motor drin lassen können. Auch wenn der seine Problemchen hatte. Oh, wir fahren da vorne rum. Ist das Perez? Ja, aber da ist dazwischen auch noch ein Auto. Oh, oh, verbremst. So, hoch hier zum Schloss. Oh, ich bin so froh, wenn das Rennen vorbei ist. Ich schwitze wie noch mal was. Mit meinem eigenen Saft. Weil hier doch, weil ich das gerade sehr anstrengend finde. Oh, gleich dürfen wir auf die letzte Runde. Zum Glück sind wir nicht überrundet worden. Da bin ich ja schon mal froh drum. Für das schlechte Ergebnis, was wir hier abliefern. Gut, ich habe oft zurückgesetzt, sonst würde es um einiges schlechter aussehen. Aber, naja. Hallo, Reifen?
noch einmal am Riemen reißen. Hamilton ist durchs Ziel. Und ich will noch eine persönliche Bestzeit fahren. Ich finde fast den zweiten angenehmer hier hoch. Ich weiß aber auch nicht wieso. Obwohl das definitiv nicht ist. Lewis Hamilton holt sich den nächsten Sieg. Batterie hauen wir nochmal auf den Kopf. Ich hätte halt konstant solche Zeiten wie jetzt gerade eben fahren müssen, damit ich irgendwas hätte ausrichten können heute. Aber es war halt einfach nicht meine Strecke. Gut, es gibt immer Strecken, die einem besser liegen und es gibt Strecken, die einem schlechter liegen. Ja. Naja, hören wir mal auf. Immer das Geschleime hier von Jeff. Lass mal Butter bei die Fische, so gut war die Leistung nicht. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Ja, wieder das gewohnte Bild. Hamilton vor Vettel, vor Bottas. Das haben wir diese Saison ein paar Mal gesehen. Und ja, so baut Hamilton natürlich seine Führung noch weiter aus im, ja, in der Wertung. Und die Konstruktionswertung, klar, in Mercedes Hand. Aber das sehen wir ja eh gleich. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute entscheide ich mich für Carlos Sainz. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. So, ja, Hamilton wirklich ungeschlagen die Saison, so wie es aussieht. Ja, Vettel hat mal Punkte liegen lassen, glaube ich. Und ja, so geht's dahin. 31 Punkte Vorsprung schon der Engländer. Ja, Mercedes 78 Punkte vor Ferrari. Wir hauen da ziemlich gut rein. Wir haben gegen Sauber leider ein Plätzchen verloren. Unser Teamkollege ist so in diesem Rennen 11. geworden. Glückwunsch an ihn. Von Startplatz 15 aus hat er hier gut Gas gegeben. Ocon, unser ja, zweiter Konkurrent, auch vor uns, auch mit einer besseren Zeit. Naja, war halt nicht mein Rennen. Nein. Okay, einmal weiter bitte. Mal gucken, ob Claire uns gleich wieder irgendwas fragt, aber normal war es schon. Aber die gute Frau stelle ich heute nach dem Rennen erstmal langsamer. Das ist schon mal klar. Schwierigkeitsgrad bleibt gleich. Oh, die fragt uns nicht mal was. Aber ja, zumindest bleiben wir straffrei. Wir verlieren ein paar Punkte. Ocon genau gleich. Und ja, Strolly Boy hat ein bisschen aufgeholt auf uns. Ein paar Ressourcenpunkte kriegen wir auch wieder für dieses Rennen. Auch wenn es nicht viele sein dürften.
Ja, waren doch ein paar. 600, 1400. Ach, das Sim-Ziel kommt auch noch dazu mit dem 400. Das ist halt das Wichtige. Das hat halt gut eingeschlagen. Und ja, bei Williams steigt die Dinge schon langsam. Das ist super. Gut, gut, gut. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Okay, so wie es aussieht, müssen wir in die Vertragsverhandlungen. Das ist natürlich interessant. Okay, dafür. Hier können wir die Bedingungen unseres Angebots anpassen. Je ambitionierter unsere Ziele sind, desto bereitwilliger wird das Team uns entsprechende Vergünstigungen einräumen. Wir können zwar mehr als nur ein Angebot unterbreiten, aber wir müssen dennoch vorsichtig sein. Wenn ein angebotener Vertrag deinen Wert für das Team übersteigt, wird das Angebot abgelehnt. Passiert das zu häufig, bleibt uns nur noch das ursprüngliche Angebot. Okay. Wir versuchen noch 10% schnellere Boxenstops. Es wird natürlich das Ding erhöhen. Und schlechter als die erwarteten Qualifying-Platzierungen und Rennplatzierung ist nicht drin. Oder? Ah, ich könnte doch ein bisschen schlechter gehen. Aber guck mal. Das Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift, damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten kann. Okay, ich wollte nicht unbedingt übertreiben mit meinen Vorstellungen. Vertrag für das nächste Wochenende ist super. Rivalen bleiben gleich. Okay, jetzt können wir aber noch ein bisschen in den F&E-Baum gehen. Wir sind in der Strapazierfähigkeit immer noch schlecht unterwegs. Es ist heute teuer. Upgrade-Preis wurde erhöht. Warte, gehen wir mal raus. Was wird vorgeschlagen? Nicht, so wie es aussieht. So, wir sollten... Die Entwicklung ist im Gange, die läuft noch eine Woche, die dürfte man nächste Woche bekommen. Da sind wir ausgelastet, da kriegen wir die nächste Woche. Ja, da müssen wir wirklich auf die Strapazierfähigkeit gehen. Turbolader, Getriebeabnutzung. Nehmen wir die Turboladerabnutzung. Und Energiespeicher sind wir eigentlich gut unterwegs. Getriebe machen mir halt Sorgen. MGUK. Die H ist, glaube ich, schlimmer. Ach, ich nehme die hier. Egal. Ich nehme einfach jetzt nur. Und ja, damit sind wir durch für das Wochenende. Preise haben wir jetzt nichts mehr. Ich hoffe, dass uns die zwei Upgrades gelingen. Das würde uns natürlich ein bisschen weiterbringen, wieder vor sauber zu kommen. Das wäre wichtig. Vielleicht kommen wir auch in die Nähe von Toro Rosso. Würde mir auch gefallen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Rennen auch wieder dabei seid. Zwischendurch könnt ihr auch mal die anderen Videos, die hier verlinkt sind, angucken. Ich sage ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.